Witajcie, zapraszamy w Koneserze. Jestem Kasia Grącka, jestem menadżerem sklepów Koneser Polish & Fine Cost. Dla nas najważniejsza jest po pierwsze jakość produktów. My wszystko o nich musimy wiedzieć. Najważniejsze jest, żebyśmy mieli 100% pewności, z czego produkt został zrobiony. Po to, żeby przekazać tą wiedzę naszym klientom, żeby każdy klient, który kupuje nasze produkty, był świadomy, co kupuje. Nasze produkty nie zawierają konserwantów, nie zawierają dodatków zbędnych, wzmacniaczy smaku, co powoduje, że mają krótszy termin przydatności. Kupując wędliny, nasze sprzedawczynie kroją wędlinki, dają na spróbowanie. To samo nasze dania. Nie sprzedajemy rzeczy, których sami wcześniej nie spróbowaliśmy. Kolejną rzeczą dla nas najważniejszą jest atmosfera. W naszych sklepach panuje domowa atmosfera. My siedzamy z naszymi klientami, staramy się poznać każdego i dajemy też poznać siebie. Dziewczyny z reguły są zadowolone. Czasami wiadomo, mamy lepsze, gorsze dni, więcej, mniej pracy, bywa różnie. Natomiast czujemy się tutaj jak w domu i robimy wszystko tak, jakbyśmy robiły u siebie w domu. Agnieszka, dam się papańczyk. Zupa, wie lange bist du hier schon im Geschäft? Ich bin schon seit über einem Jahr hier. Ah, super, macht das Spaß? Ja, super viel Spaß. Und habt ihr auch polnische oder deutsche Kunden? Oder? Also wir haben polnische, aber wir haben sehr viele deutsche Kunden und auch Holländer mittlerweile. Ah, okay. Ja. Also, und haben die so Lieblingsprodukte, die deutschen Kunden? Ja, die schätzen unsere Küche, die polnischen Gerichte, weil wir haben ja viele hausgemachte Sachen. Ja, genau. Zum Beispiel die Pierogi, Maultaschen. Genau. Bigos, Sauerkraut-Eintopf. Und das wird sehr, sehr gerne gegessen. Eine sehr deftige Küche und. Das wird schon gerne gekauft. Ja, ja. Ja, super. Ja. Und die polnischen Kunden, die freuen sich bestimmt über einen Laden hier in der Nähe zu haben. Ja, ne? Selbstverständlich, ja. Und vor allem, die sparen sich die Zeit, da müssen sie die Maultaschen nicht selber machen. Ja, ich weiß, eine Menge Zeit. Das ja, stimmt. Sehr und hausgemacht. Agnieszka, ich danke dir. Vielen Dank für das Interview. Bis so viele Köstlichkeiten hier. Wahnsinn. Sawatki. Also wir haben auch ganz tolle Spirituosen. Das ist unser Spirituosenregal. Wir haben natürliche Spirituosen handabgefüllt. So wie man sie früher hergestellt, auch so aus unserer Manufaktur. Die kommen, werden hergestellt direkt an der Grenze zu Litauen. Das ist ein ganz kleines Dörfchen. Wer weiß, Russland, Litauen genau. Ganz kleines Dörfchen. Und ja, es sind alles natürliche Zutaten. Stell ich mal ein paar Spirituosen vor. Hier haben wir so einen schönen aufgesetzten Himbeer oder Quitte. Und der hat kein Zimt verwendet, sondern natürliche Früchte. Wir haben einen klassischen Kornwodka, einen Pflaumenbrand, der ist etwas hochprozentiger. Wir haben wunderschöne Wodka mit Karamell, also leicht aromatisiert. Ein Zitronenwodka, der wird gekühlt, schmeckt wunderbar. Schwarzer Holunder zum Beispiel. Also die sind wirklich ganz, ganz herrliche Produkte. Und ohne Zusatzstoffe.